Hey Leute, was geht ab? Ich bin Elias und ihr seht hier den Lance TV und unser SK Sturm hat 0:2 gegen Mattersburg zu Hause verloren am 30. Spieltag in der Bundesliga. Das bedeutet, in der Tabelle ist Platz 2 weg. Den hat jetzt die Wiener Austria nach dem Derby-Sieg sich geholt. Und es bleiben im Endeffekt ja nur Erkenntnisse der Sturm. Erstens, die wirklich sehr vielen kurzfristigen Ausfälle nicht verkraften konnte. Und ja, dass sie im Endeffekt einfach scheiße gespielt haben. Da braucht man, glaube ich, nichts beschönigen. Das war nichts. Das war von Anfang bis Ende nicht wirklich viel, was von unseren Jungs gekommen ist. Und die Niederlage war auch nicht unverdient sicher. Klar, Mattersburg hat jetzt auch nicht den großen Überdrüber Barcelona Real Madrid Kick abgeliefert, aber es hat locker gereicht eigentlich, um gegen uns zu gewinnen und da müssten schon die Alarmglocken ein bisschen schrillen. Soll jetzt natürlich keine Krisenstimmungsmache sein an der Stelle, aber ich bin da einfach richtig enttäuscht von der Leistung. Und das ist eigentlich Sturm Graz auch nicht würdig, also schon gar nicht, wenn man um den zweiten Platz mitreden will. Man hat nach wie vor natürlich alle Chancen auf den Europacup-Platz, aber wirklich, solche Leistungen sind für mich einfach unbegreifbar. Und tja, kommen wir einfach mal zum Spiel. Sturm eben mit insgesamt 6 Ausfällen, wenn man Graz halt der während der Partie mit Schwindelanfällen ausgewechselt werden musste, auch dazu rechnet, dann sind es 7. Also die hat man, wie schon angesprochen, nicht verkraftet. Sturm hat eigentlich in den ersten 10 Minuten 2 gute Möglichkeiten gehabt. Ein Freistoß von Barış Artık und Danny Alar, der eigentlich aus Abseitsposition gut zum Kopfball gekommen ist, aber weil er wohl selber ein bisschen überrascht war, dass die Aktion nicht abgepfiffen wurde, einen Kopfball eben dann nicht ganz platzieren konnte. Und das war es im Endeffekt auch von Sturm. Ich glaube wirklich, Sturm hatte außer diesen ersten beiden Aktionen in den ersten 10 Minuten keine einzige richtige Torchance mehr im gesamten restlichen Spiel. Mattersburg nach knapp 20 Minuten herum mit dem 1:0. Sturm bekommt einen Einwurf von Fabian Koch, der geht blitzschnell in die andere Richtung und Stefan Meyerhofer leitet mit einem sehr schönen Laufpass den Konter für David Atanga ein, die Leihgabe von Salzburg, und der schließt aus relativ spitzen Winkel ab. Maresic kommt ja dem Afrikaner dann nicht hinterher. Und ja, so geht Mattersburg 1:0 in Führung. Ganz glücklich sieht Graz für mich in dieser Aktion auch nicht aus. Ich weiß nicht, ob der nicht haltbar war. Ist jetzt kein großer Vorwurf an den Keeper, aber ja, der Winkel war doch relativ spitz. Also ich denke, an einem guten Tag kann Graz den auch haben. Aber ja, war auf jeden Fall erstens mal schlecht verteidigt und aber schon ein Sinnbild auch der Partie. Sturm versucht zwar noch offensiv etwas zu kreieren, aber es gelingt einfach nichts. Und im Endeffekt hat Mattersburg das vor allem im ersten Durchgang sehr gut gemacht, wie ich finde. Denn auch nur, ja, eine Minute später hatte Mattersburg eigentlich das 2:0 geschossen. Das wurde aber nicht gegeben, weil Atanga Schulz gefoult haben soll im Zweikampf. Ich habe mir das, Entschuldigung, mehrfach wirklich in der Wiederholung angesehen. Ich kann es auch nicht hundertprozentig auflösen. Also, ob sich jetzt Schulz wirklich selber da auf den Fuß getreten ist oder ob Atanga ihn minimal berührt hat, ich lasse es einfach dahingestellt. Ich kann es selber nicht auflösen, deswegen muss man einfach mal ja sagen, das war eine glückliche Entscheidung zu unseren Gunsten. Man hätte sich, glaube ich, auch nicht beschweren dürfen, wenn jetzt Mattersburg das Tor nicht aberkannt worden wäre. Also das wäre sicher schon frühzeitig der Genickbruch gewesen, ein 0:2 nach 22 Minuten. Tja, dann will ich nicht wissen, wie es dann weitergegangen wäre. Auf jeden Fall, das Tor hat nicht gezählt. Und ja, deswegen ist es auch mit 0:1 in die Kabine gegangen. Im zweiten Durchgang musste Gracey aufgrund Schwindelgefühle dann ausgewechselt werden. Lück ist dann ins Tor gekommen, hatte eigentlich auch weitestgehend nichts zu tun. Es war auch 20 Minuten Leerlauf. Dann hat Sturm ein bisschen mehr versucht, Druck zu machen, aber bis zum 16er ging dann zwar was, aber sobald man in den 16er wollte, war es im Endeffekt vorbei. Mattersburg hat das clever verteidigt, hat das auch souverän, wie ich finde, über die Zeit gebracht. Hat natürlich als Aufgabe durch Patrick Bürger, der noch eingewechselt worden ist, das 2:0 erzielt. Da tanken sich die Mattersburger in der 90. Minute auf der linken Seite durch. Ich habe gerade nicht im Kopf, welcher es gewesen ist. Und im Endeffekt kommt das dann das Zuspiel auf Bürger und der versenkt das Ding dann und dann steht es eben 0:2. Das war aber auch nur mehr der Deckel drauf. Also braucht man sich gar nicht mehr großartig drüber ärgern. Auf jeden Fall, dass man zu Hause gegen einen Abstiegsaspiranten so ideenlos auftritt, das muss einfach zu denken geben. Und es ist, wie gesagt, ich will nicht von Krise reden, aber es ist doch immer,
immer wieder solche Spiele. Wir haben gegen Mattersburg, glaube ich, jetzt die letzten 5 Heimspiele nicht gewonnen. Ich glaube, mit diesem ist es das 6. am Stück. 5-mal unentschieden oder so in Serie. Und das muss nicht sein. Also da erwarte ich mir einfach wirklich vom Trainerteam, dass man da ein bisschen hinterfragt. Und für mich ist es zu wenig, wenn man sagt, ja, die anderen Mannschaften tun sich auch schwer, wenn sich der Gegner hinten reinstellt. Natürlich war es auch nicht viel mehr. Mattersburg hat sich hinten reingestellt und hat vor allem gekämpft. Die haben eine sehr gute Zweikampfbilanz gehabt. Die Passgenauigkeit bei uns war zwar nicht so extrem schwach, aber trotzdem war doch die Ideenlosigkeit zu merken. Und ja, bis auf eben die eine, vielleicht die eine Halbchance von Alar, die vielleicht zu Unrecht abgepfiffen wurde, da war er im 16er mit Kuster und eben mit einem Mattersburger Verteidiger im Duell und dann wurde die Szene abgepfiffen. Aber sonst war für mich da keine richtige gute Torschance dabei. Also sorry, da wird der Nachbericht wirklich ein bisschen sehr kurz dieses Mal. Und ich will aber wirklich auch nicht hören, dass man sich da jetzt auch nur irgendwie auf die Ausfälle drauf ausruht. Natürlich, es haben wichtige Leute gefehlt. Spendlofer ist ausgefallen, Zulechner und so weiter und so fort, Hierländer gesperrt, Lyko gesperrt. Aber trotzdem, keine Entschuldigung für mich, für diese Ideenlosigkeit. Das nächste Spiel kommt Gott sei Dank schon bald, das ist die Wiener Austritt dann in Wien. Da kann man es wieder gut machen. Wird sowieso Zeit, dass wir jetzt auswärts wieder anschreiben. Zuletzt haben wir eigentlich daheim immer überzeugt, zumindest ergebnistechnisch. Jetzt ist es zu Hause mal wieder in die Hose gegangen. Und jetzt heißt es natürlich dafür auswärts, ja, das wieder gut machen. Austritt der direkte Konkurrent. Wenn wir in Wien verlieren sollten, ja, dann ist der zweite Platz auch schon wieder fast weg, weil so viele Runden sind ja nicht mehr zu spielen. Von dem erwarte ich mir da einfach eine Steigerung und ja, ist einfach nur enttäuschend und eigentlich ein Witz. Also für ein Heimspiel, für eine Mannschaft wie Sturm Graz ist es sicher nicht akzeptabel, dass man so eine ideenlose Darbietung gegen Mattersburg zu Hause abliefert. Punkt und aus. Ja, ich kann dann nur mehr sagen, Hashtag rette die Gruhe. Das FIFA-Turnier ist schon ziemlich voll, was ich weiß. Ihr könnt euch natürlich trotzdem gerne noch vormerken lassen. Und ja, das ist an der Stelle. Es tut mir leid, ich würde das Video wirklich liebend gerne ein bisschen positiver gestalten, aber ich hätte es mir nicht gedacht, dass das wirklich so eine enttäuschende Leistung wird. Das Hinspiel war schon nicht berauschend, aber zumindest hat man da Torschancen durchaus kreiert und vom Ergebnis her was rausgeholt, aber so gesehen, ach, unter aller Sau und von dem, es tut mir wirklich leid, Leute, aber das war einfach scheiße, Punkt. Ich wünsche euch trotzdem noch was, wir sehen uns zum nächsten Mal hier bei The Lens TV, euer Elias und bis dann. Ciao, ciao.